darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Besprechung von Wolfgang Ulrichs Buch Feindbild werden im Wagenmach Verlag Berlin. Ich darf mich also zuerst vorstellen. Mein Name ist Stefan Trinks, ich bin der Leiter des Kunstressorts der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Insofern Konkurrenz in Anführungszeichen. Das besagt auch, dass wir hier kein Schmusing machen. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Wir haben also keine Fragen abgeklärt oder vorgekaut, sodass Sie hier einfach eine Repetition erwarten können, sondern es wird sozusagen live und akustisch hier behandelt, was alles Spannendes in diesem Buch steckt. Ich darf ganz kurz Wolfgang Ulrich vorstellen. Nach Abschluss seines Studiums der Philosophie, der Kunstgeschichte, der Logik, Wissenschaftstheorie und Germanistik, also wirklich ein extrem facettenreiches und umfangreiches Studium, schloss er dieses Studium 1994 mit einer Dissertation über das Spätwerk Heideggers ab, war 1997 bis 2003 Assistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Akademie der Bildenden Künste in München und nach Gastprofessuren, zum Beispiel in Hamburg und Karlsruhe, war er schließlich von 2006 bis 2015 fast 10 Jahre lang Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, um dann uns seither freiberuflich von Leipzig aus als kulturwissenschaftlicher Autor, vor allem im Wochenblatt Die Zeit sowie der Kunstzeitschrift Die Art, mit wöchentlichen respektive monatlichen scharfen Beobachtungen zur Kunst und speziell zu Bildern, Schlagbildern zu erfreuen. Und um ein solches Schlagbild geht es ja auch im Buch. Ich fange mal ganz Alexander Klugehaft an, Herr Ulrich, wenn Sie mir mal beschreiben, wie war der Weg zu dieser Eskalation, die dann zum Buch Feindbild werden führte? Ja, erstmal guten Tag von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung, danke für die Einführung, Herr Trinks. Ja, der Anfang war vermutlich ein Text, den ich in der Zeit, die Sie gerade schon angesprochen haben, letztes Jahr im Mai veröffentlicht habe. Ein Text, der wohlgemerkt jetzt nicht von Neo-Rauch speziell handelt, sondern der sich ein bisschen allgemeineres Thema gestellt hatte und sich beschäftigt mit etwas, was ich so die Rechtsverschiebung nenne hinsichtlich des Begriffs der Kunstfreiheit, der Kunstautonomie. Ein Phänomen, das ich so zu beobachten glaube seit ein paar Jahren und das ich natürlich auch mit ein paar Beispielen versucht habe, plausibel zu machen. Und das sicher prominenteste Beispiel in diesem Text waren einige Interviewäußerungen von Neo Rauch gewesen. Der Text selber hat erstmal überhaupt keinerlei Resonanz gefunden, weder positive noch negative. Das, was ich eigentlich vielleicht mit dem Text intendiert hatte, ist schon gar nicht eingetreten. Ich wollte eigentlich so ein bisschen diesen Text auch verstanden wissen als einen Weckruf eher so an linke und liberale Milieus, die aus meiner Sicht vielleicht diese Idee von Kunstautonomie, die in der gesamten Moderne ja sehr stark war, in den letzten 2 Jahrzehnten vielleicht ein bisschen zu stark vernachlässigt haben. Und wo ich einfach nochmal so ein bisschen sagen wollte, wollt ihr eigentlich, dass jetzt dieses Ideal, das 2 Jahrhunderte eben so prägend war, quasi kampflos auf die andere politische Seite übergeht, überwechseln kann und da vereinnahmt wird. Ist das jetzt wirklich das, was man sich sagen, wünschen sollte? Das war eigentlich so der Tenor meines Artikels, aber eben von der Seite, die ich eigentlich damit angesprochen hatte, kam gar nichts. Und es ist auch dann sonst wochenlang gar nichts passiert, bis ich eines Morgens eine E-Mail bekam, frühmorgens für Zeitungsredaktionsverhältnisse, wo es hieß, ich soll bitte mal so schnell wie möglich zurückrufen, sei etwas passiert. Und was ich dann erfuhr am Telefon war, dass eben Neo Rauch ein Bild gemalt hat in Reaktion auf meinen Artikel. Ich hätte natürlich gern dieses Bild zu der Gelegenheit gesehen, aber
Es durfte mir nicht per E-Mail zugeschickt werden. Man hat es mir beschrieben, man hat es mir als eine Karikatur beschrieben. Ich dachte in dem Moment, das ist wahrscheinlich so im Postkartenformat oder DIN A4-Format schnell hingeworfen, so was man eben, klar, im Impuls vielleicht macht, wenn man sich über was ärgert. Und man muss dazu sagen, es ist 1,50 x 1,20 genau, groß, also durchaus richtig lebensgroß. Schön Öl auf Leinwand, also klar, Neo Rauch ist ein sehr routinierter Maler, aber trotzdem denke ich mal auch, er schafft sowas nicht an einem Tag. Also wie gesagt, aber das war gar nicht Gegenstand des ersten Gesprächs. Gegenstand des ersten Gesprächs war, mir so mal in groben Zügen dieses Bild zu beschreiben, das Sie jetzt ja hier dankenswerterweise am Boden neben sich sehen können. Und die Frage war allerdings auch eben, ob man das jetzt, so diesen Leserbrief des Künstlers veröffentlicht oder nicht veröffentlicht. Und in der Redaktion war man wohl nicht so ganz einer Meinung diesbezüglich und man wollte eben auch noch meine Meinung hören als so ein Adressat dieses Bildes, als derjenige, der offensichtlich auf diesem Bild eben auch dargestellt ist. Zumindest sind meine Initialen auch auf der Leinwand zu sehen, im Bild. Also insofern schon ein sehr eindeutiger Hinweis und natürlich auch wurde es ja gezielt tatsächlich auf diesen Artikel hin gemalt und geschickt vom Künstler. Und nachdem es in dieser ganzen Debatte ja schon darum geht, um die Frage von Meinungsfreiheit und was darf man heute noch sagen und noch tun und wie viel Political Correctness beherrscht unsere Gesellschaft eigentlich, und nachdem Neo Rauch zu denen gehört, die sich eben sagen, auch tendenziell eingeschränkt fühlen von sagen, einem politisch korrekten Mainstream, war für mich ganz klar, es wäre jetzt töricht, dieses Bild nicht zu veröffentlichen. Das hieße ja auch seiner Empfindung, seiner Wahrnehmung der Gesellschaft damit eigentlich nochmal Recht zu geben. Und selbstverständlich gehört eine solche, nennen wir es jetzt mal, gemalte Meinungsäußerung veröffentlicht. Und ja, so ist es dann auch geschehen. 3 Tage später hat also dann die breitere Öffentlichkeit und auch ich damit erstmals dieses Bild sehen können, als es in der Zeit publiziert wurde. Soweit fürs erste das Mal, war oder? Ja. Der Einstieg und zum Titel, denn auf der Buchmesse geht es ja immer auch auf die Titel. Das erscheint deswegen so schillernd, dieser Titel, weil das Wort, das relativ alte deutsche Wort Feindbild, ja hier noch eine zweite Bedeutung bekommt. Mhm. Gleichzeitig betonen Sie das Prozessorale, Feindbild werden, anstelle eben von Feindbild sein. Mhm. Wer ist, ganz banale Frage, auf diesen kongenialen Titel gekommen, Autor oder Verlag? Das war ich in diesem Fall. Also mein Verlag ist toll, auf dem Titel finden einige meiner Bücher, Buchtitel verdanken sich dem Verlag oder einfach dem gemeinsamen Suchen und Diskutieren. In dem Fall war es jetzt meine Initiative gewesen. Sie sagen schon richtig, Feindbild werden, nicht Feindbild sein. Der Untertitel ist ein Bericht. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich sagen auch realisiert habe, dass tatsächlich jetzt ich das sein soll, der auf diesem Bild drauf ist. Und dass ich hier jetzt in eine nun erkennbar nicht gerade sehr freundliche Position gebracht werde. Also hier tatsächlich sagen, als ein Feindbild auch in Szene gesetzt werde vom Künstler. Aber Feindbild werden heißt dann noch was weiteres. Es ist ja nicht dabei jetzt geblieben, dass Neo Rauch hier dieses Bild veröffentlichen ließ. Es hat dann sehr schnell ja auch eine weitere Rezeption erfahren. Und erst durch diese Rezeption ist mir dann auch nochmal vielleicht diese Schlagkraft bewusst geworden. Sie haben selber gerade diesen Begriff Schlagbild verwendet, du ursprünglich mal von Abby Warburg stammt und in den letzten 1-2 Jahrzehnten auch von der Bildwissenschaft sehr fruchtbar gemacht wurde. Und da ist es, glaube ich, wirklich ein ganz gutes Beispiel. Also ein Bild, das Qualitäten hat, die vielleicht auch
vom Urheber gar nicht so von Anfang an intendiert sind, wo sich was verselbstständigt, dann auch eine Dynamik bekommt. Und eben das Bild war erst ein paar Tage dann veröffentlicht, als auf rechten Blogs es also abgefeiert wurde und vor allem als Lizenz dafür genommen wurde, entsprechend bösartige, herabsetzende Texte über mich zu schreiben oder wo Leute natürlich dann anfingen, mir entsprechende E-Mails zu schreiben und mich aus dem Land zu wünschen und dergleichen mehr. Das sind so die Dinge, die man ja oft genug von anderen auch hört. Andere haben das zum Teil sehr viel schlimmer noch erlebt als ich. Trotzdem wurde mir spätestens da dann bewusst, oh, da ist doch auch mit dem Bild wurde offenbar bei gewissen Kreisen ein Nerv getroffen und man ja, fängt schon mal an, sich die eigene Adresse lieber aus dem Internet rauszunehmen und schon die nächsten Schritte zu überlegen und deshalb auch so dieses Feindbild werden. Das war für mich so ein langsamer Prozess. Erstmal denkt man auch, das ist erstmal nur so ein intellektueller Austausch zwischen einem Künstler und einem Kritiker, aber indem so ein Bild so eine Dynamik hat, geht es dann eben weiter und deshalb wollte ich das auch mal dokumentieren, was hier so an Wandlung auch stattgefunden hat. Das Ganze hat dann nochmal eine weitere überraschende Wendung genommen, weil nur 4 Wochen, nachdem also dieses Bild veröffentlicht wurde, Neo Rauch es zu einer Versteigerung gegeben hat in Leipzig, jetzt nicht zu einer üblichen Kunstversteigerung, sondern zu einer Charity-Veranstaltung eines Golfclubs, der dort jedes Jahr eine recht prominent besetzte Versteigerung macht, wo die Erlöse dann einem Kinderhospiz zugutekommen und wo Rauch auch in früheren Jahren zum Teil schon was gestiftet hat, aber jetzt nie so ein großes Werk. Und ja, was ja auch befremdlich ist, ein Bild, was gerade noch so eine Schmähfunktion hat, als Protestbild gemalt ist, soll 4 Wochen später Charity sein und soll dann eben jetzt hier bei einem gesellschaftlichen Ereignis eine Rolle spielen. Konkret wurde es von Christian Lindner und Florian Silbereisen versteigert, letztlich dann für 750.000. Und der es ersteigert hat, war ein großer Immobilienunternehmer, der vor allem auch in Leipzig sehr viel Projekte hat, dort auch also als Gentrifizierer natürlich einen entsprechenden Ruf hat. Und er ließ es sich nicht nehmen, diesem Bild gleich nach der Versteigerung wieder einen weiteren Spin zu geben oder vielleicht nochmal einen Spin, der vielleicht auch schon angelegt war, sicher von Rauch, nochmal sehr klar zu verstärken, nämlich zu sagen, er wird einen Verein gründen zur Bewahrung oder Verteidigung des gesunden Menschenverstandes, wo dann mal endlich alle Fakten und nicht nur Meinungen über Flüchtlingskrise, Klimakrise und so weiter gesammelt und publiziert werden sollen. Und da soll im Foyer dann dieses Vereins, dieses Bild hängen. Den Verein gibt es bis heute noch nicht. Es gibt einen ähnlichen Verein. Es gibt auch noch den Plan, das da aufzuhängen. Im Moment, wie ich mir sagen ließ, hängt das Bild im Arbeitszimmer dieses Immobilienunternehmers. Die kleine banale Frage nach dem Finden des Titels auch deshalb, weil der Ausgangspunkt all dessen war ja Ihr berühmter Artikel vom 16. Mai 2019 auf Dunkler Scholle. Mhm. Und was die meisten Leser wahrscheinlich nicht wissen von Tageszeitungen, zu 99% werden die Überschriften von Artikeln nicht von den Autoren selbst gemacht. Das macht die Ressortleitung jeweils. Genau, und so auch in dem Fall, also Sie haben ausdrücklich betont im Buch, dass dieser Titel nicht von Ihnen war, das ist ein bisschen dunkelraunend, könnte man sagen, auf Dunkler Scholle assoziiert ja sozusagen den späten Heidegger auch und natürlich auch eben diesen braunen Sumpf im weitesten Sinne, den Sie ja so speziell gar nicht in diesem Artikel sozusagen Neo Rauch jetzt beispielsweise zuschreiben, sondern Sie gehen sehr weit in die ja, also es war auch ausdrücklich, mein Bemühen, jetzt nicht den Eindruck zu erwecken, dass nur weil jemand vielleicht konservative bis rechte Position hat, automatisch gleich ein Nazi ist.
und gleich mit dem Dritten Reich in Verbindung gebracht werden muss. Deshalb also auch diese Wendung dunkle Scholle findet sich noch nicht im Artikel. Es gibt eine Stelle, da spreche ich so ein bisschen suffisant davon, wo an einem Bild, das ist eine ziemliche Scholle, die er da gemalt hat. Vaters Acker. Vaters Acker, ein Bild. Und dann, damit bringe ich natürlich zum Ausdruck, dass ich auch vielleicht so ein bisschen schon manchmal mit Befremden vor manchen Bildsujets und Ikonografien von Rauch stehe, aber einem Künstler jetzt sowas nie zum Vorwurf machen würde, immer akzeptieren würde, dass er hier natürlich seine Weltsicht, seine Sehnsüchte, seine Hoffnungen, seine Sentimentalitäten auch artikuliert, und da kann man anderer Meinung sein, da muss man sich das ja nicht anschauen. Das ist kein Grund, da jetzt eine Debatte drüber anzufangen. Und in dem Artikel ging es deshalb auch nicht um die Bilder von Rauch, also das wollte ich eigentlich nur mit einem Nebensatz sagen, dass ich die explizit auch außen vor lassen möchte. Mich haben viel mehr interessiert bestimmte Denkfiguren, die, wie er sich äußert als Zeitgenosse, natürlich auch als Künstler in seiner Position innerhalb der Gesellschaft, in verschiedenen Interviews und eben auch in, da wiederum habe ich mich nur auf Interviews bezogen, die in großen Zeitungen, Zeitschriften erschienen sind, also nicht irgendwo rumgewühlt in irgendwelchen versteckten Publikationen, wo man vielleicht noch irgendeine skandalöse Aussage findet, sondern Interviews, die also eben in der Welt oder in der Zeit oder in der FAZ oder im Handelsblatt waren und die auch zum Teil von anderen ja schon diskutiert wurden. Ich war da jetzt ja nicht der Erste, der hier etwas bemerkt hätte. Insofern tat ich mich eben auch so schwer, jetzt so diesen Charakter seiner Antwort in Verbindung zu bringen mit meinem Text. Wir haben da noch gar nicht gesprochen, das Bild hat ja von ihm auch einen Titel bekommen, das heißt Der Anbräuner. Und das ist ein Wort, das hier ein paar hundert Meter von hier seine Geburt erlebt hat, im Jahr 1982, glaube ich, war es, als er als Jünger den Goethe-Preis bekommen hat. Ja. Also in den frühen 80er Jahren in der Paulskirche, da hat er in einer Formulierung, um die eigene Zeit zu charakterisieren, gesagt, ja, auf das Zeitalter des Anstreichers, sprich als Hitlerführer war, ist jetzt das Zeitalter der Anbräuner gefolgt. Das begann natürlich gleich nach 1945 im Zuge der Entnazifizierung, als Leute anfingen, andere zu beschuldigen wegen ihrer Rolle im Dritten Reich. Aber das hat sich natürlich nach 1968 sicher nochmal intensiviert. Darauf bezog sich Jünger vermutlich auch primär an dieser Stelle. Also der Vorwurf, dass man eigentlich sich primär über das Denunzieren, das eben Anbräunen im Sinne von Anschwärzen definiert und da sorgen sich seine Orden heute abholt. Das war sein Vorwurf und das hat jetzt sagen wir auch wieder aufgegriffen, diese Vokabel und sagen diese Figur des Anbräuners, also derjenige, der andere jetzt mal ganz abstrakt und allgemein gesagt in die rechte Ecke stellt, dieser Figur jetzt hier sorgen ein Denkmal gesetzt. Und weil eben aber dieser Artikel von mir eigentlich mit so einer ganz anderen Intention geschrieben wurde und mit einem anderen Horizont, ich habe es ja kurz skizziert, fiel es mir erst so schwer, das eben überhaupt auf mich zu beziehen. Und habe das erst so nach und nach kapiert, dass hier immer auch noch andere Dimensionen eine Rolle spielen. Es geht jetzt nicht nur darum, hier, dass vielleicht allgemein ein Künstler sich ärgert über das, was ein Kritiker über ihn sagt oder dass ein Kritiker jetzt vielleicht seine Interviews ernster nimmt als seine Bilder oder sich daran mehr aufhängt als an den Bildern, worüber vielleicht der Künstler ja viel mehr definiert sein möchte. Sondern es geht ja auch, glaube ich, dann ganz speziell darum, dass jetzt hier ein Künstler aus Ostdeutschland eben auf einen Kritiker aus Westdeutschland trifft. Ich wohne zwar, wie Sie sagen, seit 5 Jahren in Leipzig, aber bin natürlich trotzdem von meiner ganzen Sozialisierung her Westdeutscher. Und man könnte vielleicht ein bisschen pathetisch sagen, dass mit diesem Bild eigentlich auch verhandelt wird, so ein Stück weit die noch nicht geglückte Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland, gerade auch für den Bereich der Kunst, dass hier eben seit 1990 sehr viel vorgefallen ist und wenn man das jetzt auch aus westdeutscher Perspektive sich anschaut, zum Teil auch Dinge eben passiert sind, die unschön sind, die eigentlich auch beschämend vielleicht sogar sind, dass also ostdeutschen Künstlern oft da auch weit Unrecht widerfahren ist, sie nicht angemessen wahrgenommen wurden, dass da ein westdeutscher Kunstkanon übergestülpt wurde, auch
im Osten und dass natürlich zumindest viele, auch die erfolgreichen, und ihr auch ist natürlich sicher der mit Abstand erfolgreichste, Phasen hatten, wo sie bangen mussten, ob sie sagen, unter diesen neuen Bedingungen überhaupt eine Chance auf Aufmerksamkeit, Anerkennung und so haben. Und da ist vielleicht einiges sorgen, warum auch immer genau durch diesen einen Artikel, das weiß ich bis heute nicht, aber es ist einiges vielleicht auch aufgebrochen, ausgebrochen, was sich lange angestaut hatte. Ich habe natürlich dann in Reaktion auch auf dieses Bild angefangen, nochmal viel mehr Rauchinterviews zu lesen und auch schon ab den 90er Jahren sie alle zu lesen, soweit ich an sie kommen konnte, um dann festzustellen, ja, tatsächlich, da gibt es schon ab Ende der 90er Jahre immer wieder sehr verbitterte Aussagen über den Kunstbetrieb, gerade auch über die Rolle ostdeutscher Künstler im wiedervereinigten Deutschland. Das verstärkt sich dann nochmal so ab Mitte der Nullerjahre und hat sich dann vielleicht natürlich nochmal ab Mitte der Zehnerjahre durch die insgesamt die politisierte Lage nochmal weiter verschärft. Und in diesem, sagen wir mal, größeren vielleicht auch nochmal Zusammenhang muss man ein solches Bild auch sehen. Das ist zwar vielleicht eine sehr spontane Geste gewesen, aber mit einem doch sehr langen Vorlauf. Und damit sind wir mitten im Buch. Ihre Kapitelüberschriften sind durchgängig mit politischen Begriffen durchtränkt. Beispielsweise Kapitel 1 heißt die Rechtsverschiebung der Idee autonomer Kunst. Damit steigen Sie eben ein mit Ihrem Großthema. Kapitel 2, Neo-Rauchs Oppositionskurs. Da wird natürlich der Begriff der Opposition, der für die Bürgerbewegung im Osten sehr zentral ist, aufgerufen. Kapitel 4 wäre Dissident und Denunziant, ebenfalls zwei ganz wesentliche Termini, ostdeutsche Figuren, buchstäblich und Metaphern. Kapitel 7, revolutionäres Bewusstsein und dekolonialisierte Kunst, bis auf den zweiten Teil des Kapiteltitels auch sozusagen ganz und gar Ost-Metaphorik. Und schließlich Kapitel 8, DDR 2.0. Wenn man jetzt beispielsweise die Termini DDR 2.0 und auch natürlich den Dissidenten und vor allem den Denunzianten nimmt, können Sie in dem Buch ja anschaulich zeigen, wie seit einigen Jahren ursprünglich im Westen für die DDR und insbesondere eben ihre diktatorischen Facetten und dann natürlich auch das Stasel-Spitzel-System mit dem Begriff des Denunzianten, der ja wirklich dort zentral war, also wie eigentlich vom Westen benutzte Begriffe von, sagen wir, rechten identitären Strömungen im Osten geradezu um 180 Grad umgedreht wurden. Diese Termini sind heute sozusagen in einer Umwertung der Werte das komplette Gegenteil in diesen Kampfschriften, die Sie gerade auch zitiert haben. Wenn Sie vielleicht diesen Moment des Umschwingens dieser Termini noch mal kurz nachzeichnen können, weil dadurch könnten wir Überblick kriegen über diese sehr zentralen Kapitel in Ihrem Buch, die ich gerade aufgerufen habe. Ja, also ich bin gar nicht so sicher, ob das von Anfang an dieser Umschwung schon so rein politisch motiviert war oder ob das nicht erst dann auch politisch instrumentalisiert wurde. Das ist also schon Henne oder Ei, ja klar. Also das im ehemaligen Ostdeutschland, so vielleicht seit 5, 6 Jahren verstärkt beobachtbar, bei immer mehr Bürgerinnen und Bürgern so Zweifel wachsen, ob sie noch überhaupt hinreichend repräsentiert sind, zum Beispiel in den Medien. Dass plötzlich bestimmte Wörter, die man lange selbstverständlich verwendet hat, inkriminiert sind und unerwünscht sind, dass es also etwas gibt, wo dann manche das eben schnell auch erinnert, vielleicht an Sprachregelungen, Sprechverbote, die sie eben vor 89 auch ertragen mussten und wo dann eben über alle Unterschiede hinweg zwischen DDR und unserem heutigen Staat, unserer heutigen Gesellschaft eher mal so Ähnlichkeiten gesehen werden. Und dann suggeriert wird, ja, da baut sich so etwas Neues auf, eine neue Einschränkung von Meinungsfreiheit, von Freiheitsrechten insgesamt. Man darf eben nicht mehr alles sagen, so wie früher auch. Und das hat sich jetzt so als
Terminus DDR 2.0 etabliert, eben die Behauptung, wir leben zunehmend in so einer DDR 2.0, jetzt eben dann natürlich in Gesamtdeutschland und nicht nur im Osten. Und ich glaube, dieser Topos hat deshalb so eine unglaubliche Karriere in den letzten Jahren gemacht, weil er das erste Mal eigentlich auch den Ostdeutschen eine andere Rolle gibt als die von irgendwie nur den Verlierern, den Schwachen, den Unterlegenen, den Opfern. Die sind eben jetzt, davor waren lange dominant halt eher so Narrative, wo es darum ging, der Osten wurde kolonisiert eben vom Westen. Also man ist eigentlich überrannt worden, man ist enteignet worden. Es gibt ja auch so Vorstellungen, eigentlich sind die Ostdeutschen sowas wie Migranten im eigenen Land, also ihr eigenes ursprüngliches Land ist ihnen abhanden gekommen, also eine Verlusterfahrung sagen als zentrale Erfahrung und damit aber sagen auch was Defizientes. Dieser DDR 2.0-Topos dreht das jetzt auf einmal um. Jetzt können nämlich die Ostdeutschen sagen, ja, wir haben das alles schon erlebt. Wir haben auch ein Sensorium dafür. Wir spüren schneller als ihr naiven Westdeutschen, wann es wieder soweit ist, wann da vielleicht was kippt, wann die Meinungsfreiheit tatsächlich bedroht ist. Und auf einmal ist da so ein Vorsprungsgefühl da, so ein Überlegenheitsgefühl da, das natürlich auch verdammt gut tut nach so langer Zeit, wo man sich bei dir immer unterlegen und eben als in der schwächeren Position fühlte. Und zugleich kann man dann sich, wenn man so in dieses Bild dann erstmal reingeht, die Meinungsfreiheit ist beschränkt, man darf nicht mehr alles sagen, sehr schnell noch eine andere gute Rolle aneignen, nämlich man darf sich eben als Dissident fühlen. Als jemand, der eben in die Opposition geht, der Widerstand leistet, der auch Opfer auf sich zu nehmen bereit ist dafür. Und wir haben ja auch einige zum Beispiel Schicksale von ehemaligen aus der Zeit der Wiedervereinigung Bürgerrechtler, die damals gegen die DDR gekämpft haben, die jetzt eben wieder auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren oder die bei Pegida mitlaufen oder die also diesen Schwenk vollzogen haben und zum Teil das tun, ohne sich jetzt zu einer politischen Partei zu bekennen, zum Teil das aber eben auch mit einer klaren politischen Parteinahme verbinden. Und das ist hier insgesamt, aber würde ich eben sagen, schon eine Bewegung, die noch größer ist, als nur, dass man sie jetzt nur sagen, mit dem Schlagwort AfD allein benennen könnte, wo also zumindest eine gewisse Neigung zu solchen Empfindungen und Denkfiguren noch mehr Leute haben, als die AfD wählen. Aber die AfD wollen, glaube ich, haben es alle im Osten. Also so ist mal zumindest meine natürlich sehr laienhafte Wahrnehmung, nicht soziologische Wahrnehmung, aber sondern als jemand, der jetzt auch eben seit einigen Jahren dort lebt und natürlich versucht, auch die dortige Gesellschaft ein bisschen zu verstehen. Und von daher wird uns jetzt einfach auch nochmal klarer, warum dieses Bild von Neo Rauch so gut eigentlich den Zeitgeist trifft, weil jetzt hier eben plötzlich mit diesem Anbräuner genau diese Figur benannt ist, die man so unangenehm findet, die all das verkörpert, diese Angst vor einem Regime, was die Meinung wieder einschränkt, die Angst vor Leuten, die so eine Haltung mit sich bringen, mit sich tragen, die so anderen Verbote machen wollen, die andere überwachen wollen, kontrollieren wollen, all das steckt da drin. Und mir wurde kolportiert, ich meine von mehreren Seiten, insofern glaube ich, dass das stimmt, dass Neo Rauch bei dem WU nicht nur an meinen Namen gedacht hat, als er das Bild gemalt hat, sondern auch an Walter Ulbricht gedacht hat. Und damit ist in dem Bild dasselbe auch nochmal sehr direkt drin. Also damit ist die DDR 1.0 präsent und das war ein System der Spitzel und dieser ganze Raum sieht ja auch aus, dieser Korridor, wie der Dachboden im Leben der anderen, diesem Film, den Sie vielleicht kennen. Also auch hier vielleicht nochmal eine direkte Anspielung auf diese Stasi-Zeit und da ist dieser Anbräuner der Stasi-Spitzel, aber eben dann ist es eben jetzt auch dieser neue WU, also der westdeutsche Kunstkritiker, Politkommissar, der jetzt eben repräsentativ steht für ein ganzes neues Milieu von Leuten, die im Grunde die Freiheit der Gesellschaft einschränken wollen. Das ist die Wahrnehmung, die da stattfindet. Und insofern glaube ich eben, in diesem Bild ist das eben sehr sichtbar auch gemacht. Als Bildwissenschaftler müssten wir natürlich
dennoch das Bild sozusagen in seiner Vielschichtigkeit auch wahrnehmen. Natürlich kann man sagen, es ist der direkte Ausfluss buchstäblich dieser sehr verrohten und hochgekochten Debatte. Es ist ein defekierender, also für alle, die es nicht kennen, müssen wir es vielleicht doch noch in drei Sätzen beschreiben, die jetzt hier nicht dieses Bild schon seit langem kennen und die Einzelheiten entschlüsselt haben. Es sitzt eben im Zentrum dieses Bildes ein Maler, der defekiert in einen Nachttopf sozusagen und mit dem dabei herauskommenden Exkrementen das Bild eines die rechten Hand zum deutschen Gruß hebenden auf die Leinwand wirft, in eben brauner Farbe. Daher der Titel Ahnbräuner. Diese Figur hat drei Beine, wie der mythische Geryon gegen den Herkules kämpft, also ist sozusagen auch anatomisch anormal und befindet sich in einem, was Sie gerade eben auch noch mal genannt haben, dachgeschossartigen Raum, der sehr eng wirkt, also auch eng im Dachstübchen sozusagen, im Denken damit. Wobei, was Sie eigentlich natürlich, wo ich die ganze Zeit beim Lesen im Kapitel, mindestens im letzten Kapitel darauf gewartet habe, noch darauf eingehen hätten können, ist, dass natürlich aus diesem Dachstuhl merkwürdige dreieckige Keile herauskommen. Mhm. Und das sind die berühmten Spannkeile, die jeder Maler, der wie Neo Rauch seine Rahmen noch selber baut und die Leinwände selbst aufspannt, kennt, denn diese Spannkeile, die dreieckigen kleinen Hölzchen, müssen sie eben in die Noten, in den Ecken der Leinwand einbringen, um die Leinwand rechtwinklig aufzubauen. Das heißt aber, wenn dieser Dachgeschossraum derart dekonstruktivistisch, wie er auf dem Bild erscheint, gebaut ist, heißt das auch, dass sie sozusagen ein schlechter Maler sind. Warum sind sie es? Sie haben es gerade genannt, das ist WU als Signatur auf der Leinwand. Also ihre Initialen, die aber natürlich eben auch mehrschichtig sind. Es kann auch Walter Ulbricht meinen, es könnte zusammen mit dem umgekehrten Pinsel, den sie, glaube ich, fälschlich als Hammer im Exkremente-Mal, in der Malschale unten bezeichnen. Also ich würde eher einen breiten Pinsel da drin sehen. Ja. Aber dann wäre es ein umgedrehtes T und würde dann gleichzeitig als Wut lesbar sein, mit diesem WU als Initialen. Also da werden auch eine weitere Schicht dazu genommen. Will heißen, dass es ein sehr ambivalentes Bild ist. Auf der einen Seite auf diese uralte Ikonografie der Verunglimpfung von Kritikern. Sie bringen zum Beispiel als Beispiel Emile Zola, der eben auch mit Kaka International verunglimpft wurde von einem unbekannten Künstler. Das hat eine jahrhundertelange Tradition, geht also mindestens bis ins 17., 18. Jahrhundert zurück, dass Kritiker als defekierende, also mit Exkrementen schreibende oder malende Unpersonen verunglimpft werden. Aber das hat eben mehrere Schichten, dieses Bild auch. Und insofern ist es natürlich ein altes, in der Tradition dieser Schmähbilder, aber es nimmt natürlich auch diese aktuelle Debatte sehr sehr direkt auf, nicht mit eben dem Zeitungsstapel, mit einer dreibuchstabigen Zeitung hinten, die als Klopapier dient und vielen anderen Details. Mhm. Ja. Darf ich kurz? Natürlich. Also danke, dass Sie das nochmal so ausführlich beschreiben und verschiedene Schichten auch nochmal darlegen. Ein paar haben wir ja auch schon so angesprochen, diese Sparren, die Sie ansprechen, also zum Teil sind die ja so nach unten gezackt, sodass man sich sozusagen den Kopf anstoßen würde, wenn sich diese Figur jetzt aufrichten würde. Es gibt da noch eines dieser Dreiecke oben links, das ganz interessant ist, weil es blau ist, also offenbar nicht aus Holz, sondern aus einem nicht definierbaren Material und so etwas leuchtet. Und vielleicht jetzt hier eher auch für so eine Idee von Magie, Geheimnis, Transzendenz auch steht, also für eine Qualität, die man ja der Kunst auch sehr oft zugesprochen hat. Der blaue Spannkeil der Romantik. Genau, genau, die blaue Farbe der Romantik und man denkt an dieses Polke-Bild, obere Ecke,
Schwarzmalen. Schwarzmalen, die war aber jetzt eben blau und nicht rechte Ecke, sondern linke Ecke. Und also wo hier aber ja vielleicht doch auch nochmal signalisiert wird von Rauch als Künstler, dass dieser Antimaler, könnte man vielleicht auch sagen, des Anbräuners, genau sagen, diese Dimension von Kunst nie erreichen wird. Er wendet sich davon ab, er sieht das gar nicht. Er hat das sagen, im Rücken, dieses blaue Dreieck. Und das ist für mich sagen, auch noch eine interessante Ebene dieses Bildes, weil ich eben auch tatsächlich glaube, dass hier verschiedene Formen auch von Kunstverständnis, verschiedene Begriffe von Kunst gegeneinander stehen zwischen einem Künstler wie Nino Rauch und mir. Und auch das hat aber wieder so eine Ost-West-Komponente. Also wenn man nochmal überlegt, welche Rolle auch die Kunst, jetzt nicht nur die bildende Kunst, sondern vielleicht sogar noch mehr die Literatur und die Musik, aber die Hochkultur insgesamt noch in Zeiten auch einer Diktatur hatten, wo es natürlich oft die letzte Rettung war, so eine Instanz, wo man das Gefühl hatte, so, wenn ich jetzt das Buch lese, das kann jetzt kein Stasi-Spitzel überwachen. Oder wenn das, was ich erlebe in der Begegnung mit einem Kunstwerk, das ist dann wirklich so mein Eigentum, das kann mir niemand wegnehmen. Also wo Kunst eine ganz hohe Rolle hatte, die sie im Westen, in einer offenen Gesellschaft, in einer Konsumgesellschaft, in einer Wohlstandsgesellschaft gar nie so stark haben konnte, weil Kunst da immer auch immer in Konkurrenz steht zu vielen anderen Möglichkeiten, auch seine Zeit auch wertvoll zu verbringen. Da drückt sich eben auch so ein Unterschied aus. Und da ist natürlich vielleicht ein Künstler wie Nino Rauch, aber auch sonst fällt mir das oft auf in Gesprächen mit Künstlern aus Ostdeutschland, auch so ein bisschen befremdet über so einen sehr profanen Kunstbegriff, den jemand wie ich aus dem Westen hat. Und wo man so einmal durch die ganze Postmoderne auch hindurchgegangen ist und so gewohnt ist, auch Begriffe zu dekonstruieren und Dinge immer nur relativ zu sehen und nicht absolut zu sehen. Und wo hier im Grunde auch so zwei Konfessionen aufeinandertreffen, was so ein Verständnis von Kunst oder überhaupt die Erwartung gegenüber höheren Instanzen anbelangt, dass man da im Osten viel eher an so etwas glauben möchte und bis heute auch daran vielleicht festhält, als das im Westen der Fall ist. Und das finde ich nochmal in diesem blauen Dreieck ganz gut angesprochen, diesen Punkt. Also wäre nochmal eine weitere Ebene. Das ist eine ganz wesentliche Ebene und die sprechen Sie auch mehrfach im Buch an. Also Sie legen ja ganz klar offen, was Sie auch gerade nochmal zusammengefasst haben, diese Dichotomie zwischen westlichen, ja, postmodernen Denken, Dekonstruktion und auf der anderen Seite der Essentialismus, wie Sie es nennen, der wirklich die Kunst im Osten als Refugium der Freiheit, das absolut unzugänglich ist für Stasi und andere Machtinstrumente, wirklich auch als sakrosankt ansah und damit sehr, sehr stark aufgeladen hat. Also wenn ich jetzt Advocatus Diaboli wäre und sozusagen Nino Rauchs Position einnehme für einen Moment, dann würde ich natürlich sagen, er geht davon aus, dass Kunst alles darf, nach wie vor in diesem ostdeutschen Begriff und dass sie absolut zweckfrei sein muss, dass sie also natürlich überhaupt nicht in irgendeiner Weise sich einspannen lassen darf. Darf die Kunstkritik dann im Umkehrschluss heute, also, und Sie würden eher sagen, nein, die Kunst darf nicht mehr alles, das sagen Sie auch an verschiedenen Stellen mehr oder weniger offen, also die Kunst darf tatsächlich nicht unbedingt mehr alles, wie früher in der Renaissance beispielsweise mit den überragenden Künstlergestalten Michelangelo, der aber gleichzeitig ja Anarchist war. Also darf die Kunstkritik dann im Umkehrschluss mehr als früher und wenn nein, gegenüber welcher Instanz muss sich die Kunstkritik Ihrer Meinung nach eigentlich verantworten? Vielleicht nochmal erst zum ersten Punkt. Ich würde vielleicht sagen, der Künstler darf nicht alles. Die Kunst, mal so sehr abstrakt gesprochen, darf zumindest fast alles, auch nicht alles. Aber ich würde hier schon die klare Unterscheidung machen, gerade wenn Sie die Renaissance ansprechen. Nur Nino Rauch äußert sich ja jetzt nicht schriftlich, sondern in einer Form eines gemalten Leserbriefs. Insofern ist das nicht zu trennen. Nee, aber gut, dieser gemalte Leserbrief ist natürlich jetzt auch wiederum nicht zweckfreie Kunst, wie vielleicht der größte Teil seines anderen Werkes. Da haben wir jetzt ja schon ganz gut rausgearbeitet, dass er hier ganz bestimmte Botschaften auch mitteilen möchte. Und jetzt hier
dieses Medium des Bildes gewählt hat, aber um letztlich dieses Genre des Leserbriefs auch zu bedienen. Insofern ist das ein anderer Fall, als seine anderen Bilder es sind. Und auch in dem ganzen Buch halte ich mich da völlig zurück, jetzt seine Bilder zu kritisieren, und beziehe mich auf seine Aussagen in Interviews, die ich auch jetzt nicht empörend finde, sondern die mir einfach Anlass sind, sorgen zu kunstsoziologischen oder ideengeschichtlichen Betrachtungen. Und tatsächlich würde ich sagen, dass ich keine Gründe sehen kann, warum man Künstlern mehr Rechte zugestehen sollte als anderen Menschen. Es gibt im Grundgesetz die Unterscheidung zwischen Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit, die finde ich auch sehr gut. Die Unterscheidung wird aber missverstanden, wenn man glaubt, Künstler hätten damit vom Grundgesetz mehr Rechte zugestanden als andere Menschen. Das heißt nur, dass man anerkennt, dass Kunst eine andere Form von Artefakt ist als eine Meinungsäußerung, dass es hier weniger vielleicht in der Kunst ums Sagen als ums Zeigen geht und dass es darum geht, einfach mal etwas in Szene zu setzen, vorzuführen, zu imaginieren, auszumalen. Also natürlich darf ein Künstler in seinem Werk sich auch ganz andere Gesellschaften als unsere heutige vorstellen und darf deshalb nicht als Verfassungsfeind irgendwie deklariert werden. Und das kann man dann persönlich sympathisch oder unsympathisch finden, aber da würde ich zum Beispiel sagen, sind die Freiheiten schon noch sehr weit. Die Freiheiten beginnen vielleicht dann zu enden, wenn man sagt, eben in einem künstlerischen Werk werden jetzt tatsächlich konkrete wird ein konkreter Aufruf vielleicht zu Gesetzesbruch vollzogen. Das heißt, hier wird die Kunst auch missbraucht als eine Äußerungsform, um letztlich ganz andere Dinge, eben doch wieder auch Meinungen oder so, die dann problematisch sind, zu äußern. Also da muss man im Einzelfall sehr gut unterscheiden. Ich würde aber, glaube ich, da noch sehr viel toleranter sein als viele andere Kritiker, die sagen, früher vielleicht auch schon bei einzelnen Kunstwerken das Abhängen oder Nicht-Zeigen fordern würden. Da bin ich, glaube ich, ziemlich liberal. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Kunstkritik, um auf Ihre Frage zurückzukommen, jetzt mehr darf als früher. Die Kunstkritik darf zum Glück eigentlich in unserer Gesellschaft schon die ganze Zeit sehr viel und daran hat sich nichts geändert. Und ich würde aber sagen, eben für Künstler hat sich jetzt in dem Sinn auch nichts geändert. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass Künstler heute eher konfrontiert sind eben mit einem Publikum oder mit Reaktionen, die nicht von vornherein so von Ehrfurcht geprägt sind. Dass man, oh, sei Künstler, da so eine Art Grundimmunität schon mal gegeben. Ich glaube, diese Immunität, die man Künstlern vielleicht lange zugestanden hat und vielleicht gerade auch in Epochen wie der Renaissance, was Sie angesprochen haben, wo Päpste auch Künstler, die sogar vielleicht vergewaltigt oder gemordet haben, dann dispensiert haben von der Verurteilung. Also sowas wäre natürlich heute undenkbar. Das kann ich aber jetzt nicht als gesellschaftlichen Rückschritt einsehen. Der gemeine Kern der Frage war natürlich, dass wir heute eine Kunstkritik teilweise haben, die postkolonial sozusagen tatsächlich Bilder abhängen kann. Und das ist neu in der Qualität, das gab es nie zuvor, dass über Kunstkritik sozusagen über die Hängung von Bildern und Abhängung entschieden wird. Das war der eigentliche Kern der Frage. Ja gut, also wobei die Frage ist, ist das dann die Kunstkritik? Da glaube ich, würde man die spiegelt natürlich gesellschaftliche Entwicklungen. Genau, also ich glaube, das sind dann breitere gesellschaftliche Debatten. Und ich würde sagen, Museen sind öffentliche Institutionen, jetzt zumindest in unserem Land überwiegend staatlicher Art. Insofern finde ich es auch berechtigt, dass man jetzt hier so öffentliche Diskurse führt und gegebenenfalls zu dem Ergebnis kommt, dass
bestimmte Werke vielleicht nicht den Platz verdienen, den sie bisher eingenommen haben. Ich kann bisher nicht erkennen, dass jetzt hier der große Bildersturm losgebrochen wäre in den letzten Jahren. Es sind einzelne Fälle, die manchmal vielleicht ein bisschen zufällig sind, warum es gerade die geworden sind und nicht andere. Und natürlich kann man sich denken, oh, wenn es das Bild trifft, dann könnte es eigentlich auch das und jenes auch treffen. Aber für mich sind es doch noch zwar im Einzelfall vielleicht sehr heftige, aber bisher in den Konsequenzen doch noch sehr zivile Folgen. Und eigentlich sollten wir froh sein, dass über einzelne Werke so diskutiert wird, dass da deutlich gemacht wird, ja auch an sich sind die Dinge wichtig. Es ist eben nicht egal, was in einem Museum hängt, was angekauft wird, was im Depot nur ist, was gezeigt wird, neben was etwas anderes gezeigt wird, wie es kontextualisiert wird, wie es beschriftet wird. Das sind ja alles auch Entscheidungen, die damit reinspielen. Und da bin ich erstmal ganz froh, dass wir heute vielleicht mehr Kriterien im Spiel haben, als früher das lange der Fall war. Natürlich, je mehr Kriterien man hat, umso anstrengender ist es auch. Umso mehr muss man sich immer wieder neu ins Benehmen setzen. Aber diese Anstrengung sollten wir alle aushalten, dass wir sorgen, auch hier vielschichtig über Werke und ihre Berechtigung im Museum diskutieren. Das führt direkt wieder zum Buch. Eines der Kapitel ist übertitelt mit dem Wort Kulturkampf. Das ist ja ein sehr aufgeladener Begriff, mit Bismarcks Kulturkampf auch gegen die Kirche natürlich verbunden. Sie beziehen ihn aber schon auch sehr stark wiederum auf den Osten. Ja. Können Sie das nochmal ganz kurz aufdröseln? Ja, kann ich eigentlich direkt an das auch nochmal anknüpfen, was ich gerade vorher schon gesagt habe, bezogen auf ein unterschiedliches Kunstverständnis zwischen einem ostdeutschen Künstler wie Nino Rauch und einem westdeutschen Kritiker wie mir, dass man hier nur ganz schwer auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wenn für den einen einfach Kunst eine absolute Größe ist und für den anderen nur eine relative Größe, dann ist da sehr schwer, einen Kompromiss zu machen. Da gibt es nicht nur was Drittes dazwischen. Und das Einzige, was man da tun kann, ist, sich gegenseitig seine Position zu erklären und versuchen nahezubringen, gar nicht mit der Absicht, jetzt den anderen umzustimmen. Das wird vermutlich nicht gelingen, das ist zu fest in beiden Fällen auch im Allgemeinen fundiert. Aber um zumindest es zu schaffen, dass die andere Seite einen anerkennt und dass man sich nicht nur dann im Modus der Feindschaft begegnet, wo es darum geht, den anderen jetzt im Idealfall zum Verschwinden zu bringen, sondern wo man eben sieht, ja, es gibt hier verschiedene Mentalitäten, verschiedene Einstellungen, man kann aber trotzdem immer noch im selben Land, in derselben Stadt leben, man kann vielleicht trotzdem sogar auch noch gemeinsame Dinge tun und muss also jetzt sich nicht in jeder Hinsicht verfeindet sein. Und das ist eigentlich das, worum wir natürlich uns immer wieder auch neu bemühen müssen, dass aus unterschiedlichen Mentalitäten jetzt eben nicht persönliche Feindschaften werden. Hintergrund hier war, dass eben Nino Rauch sich mehrfach auch gegen natürlich Abhängungen und Denkmalstürze und Ähnliches ganz dezidiert geäußert hat und dass es da sozusagen im Moment zwei sehr diametral gegeneinander stehende Meinungen gibt. Aber wiederum in der Position des Advocatus Diaboli, würden Sie das Buch heute am 15. Oktober 2020 nicht doch auch mit den vielen inzwischen ins Kraut geschossenen Verschwörungstheorien, gerade auch im Westen, im QAnon-Bereich und gerade auch mit den Querdenken-Demonstrationen allenthalben, doch auch weniger auf diese West-Ost-Dichotomie hinschreiben? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil das Buch ist geschrieben, aber wenn wir an Künstler wie, Odin Wiesinger denken, also ein österreichischer Künstler, der wirklich Lanza-Bilder vom Schlimmsten malt, diverse andere westliche Künstler, in Anführungszeichen, die sozusagen mittlerweile diese Verschwörungstheorien auch ins Bild setzen, würden Sie da nicht doch diese Dichotomie etwas abschwächen und mehr den Westen auch in den Blick nehmen? Also ich denke ja mal, das haben wir, glaube ich, ja auch ganz gut rausgearbeitet, dass der Impuls, aus dem Rauch das Bild gemalt hat, schon einer war, der mit diesem Ost-West-Konflikt vor allem zu tun hat.
jetzt, wie dieses Bild weiter rezipiert wird, geht es sicher auch um noch ganz andere Dinge, die mit dem West-Ost-Konflikt nichts zu tun haben. Also das Bild kursiert seit einigen Monaten, also seit es jetzt auch diese Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, die staatlichen gibt, auch in sozialen Medien wieder unter den Corona-Skeptikern oder Corona-Leugnern. Und da sind jetzt die Leute, die diese staatlichen Maßnahmen tragen, die Denunzianten, die Anbräuner, die eben andere beschuldigen, dass sie eine Party feiern oder die Maske nicht aufsetzen und so weiter. Also da hat das Bild schon auch wieder Anschluss gefunden in den entsprechenden Kreisen. Insofern steht es aber für mich trotzdem immer noch singulär, als ich jetzt keinen anderen, auch nur annähernd so prominenten Künstler wie Neo Rauch sehen würde, der sorgen ein so politisches Bild aus so einer politischen Richtung gemalt hätte. Jemand wie Odin Wiesinger, den Sie ansprechen, österreichischer Lieblingskünstler von jemand wie Norbert Hofer, dem FPÖ-Chef, ist, glaube ich, jetzt nicht satisfaktionsfähig als Künstler, der irgendwo eine Rolle spielt oder je gespielt hätte. Ich glaube, Neo Rauch würde sich verbitten, mit ihm in einem Atemzug genannt zu werden. Also das sind jetzt keine Bilder, die da entstehen, die irgendwie noch eine Brisanz haben, die man ernst nehmen müsste. Und das würde man jetzt ja mal bei jemandem vom Rang wie Neo Rauch erstmal schon sagen. Gut, so ein Bild muss man als Statement eines Künstlers zumindest mal auch ernst nehmen. Und mein Versuch war eigentlich auch mit dem Buch, ein Bild, das vielleicht persönlich gegen mich auch gerichtet ist, jetzt nicht den Federhandschuh aufzunehmen und jetzt irgendwie was Böses zurückzuschreiben, sondern sagen, nee, wir nehmen das jetzt mal ernst. Ich möchte versuchen, aus diesem eher vielleicht mal persönlich adressierten Bild auch noch das etwas Allgemeinere rauszuarbeiten und das, was vielleicht, wo das Bild auch viel verrät, eben über heutige Gesellschaft und heutige Konflikte. Und klar, weil das dann irgendwie meine vielleicht auch Entscheidung und Wahrnehmung zu sagen, der Ost-West-Konflikt ist jetzt hier für mich mal der entscheidende, der interessanteste, der relevanteste an diesem Bild oder sagen der alles weitere mit sich bringt oder trägt. Und das würde ich heute auch noch genauso sehen. Also wenn ich es jetzt schreiben würde, käme halt vielleicht nochmal dieses eine Kapitel dazu, wo ich die nochmal neuere Karriere des Bildes in den letzten Monaten in sozialen Medien kurz behandeln würde, im Zuge der Corona-Demos, im Zuge auch, wir hatten ja vor 2 Monaten so eine Diskussion über Cancel Culture, vor allem bezogen auf Kabarettisten, was die noch sagen dürfen, wo die ein- und ausgeladen werden. Und in dem Zusammenhang ist auch dieses Bild von Neo Rauch wieder fast meme-artig durch die sozialen Medien gegangen. Also das wäre nochmal so im Sinne auch von Schlagbild, was wir ganz am Anfang gesagt haben, auch nochmal so Dimensionen, wo man zeigen kann, wie sich so ein Bild auch nochmal dann verselbstständigt. Das hat einen ikonischen Charakter und taugt eben jetzt so als Schlagbild für die eine und für die andere Debatte und vielleicht noch für viele andere in den nächsten Jahren, wir werden es sehen. Ganz konkret, haben Sie inzwischen mal mit Neo Rauch selbst sprechen können darüber? Nein, also wir kennen uns ja überhaupt nicht, wir sind uns nie begegnet. Also es ist insofern auch nochmal klar, es ist keine persönliche Fehde, private Fehde, die hier ausgetragen wird. Und es gab natürlich verschiedene Versuche, bis hin von gemeinsamen Freunden, die es in Leipzig gibt, uns mal ganz privat unauffällig an einen Tisch zu bringen, aber von seiner Seite war es nicht gewünscht bisher. Ich mache jetzt kein Spoiling, aber der vorvorletzte Satz Ihres Buches heißt fast versöhnlich: Natürlich wünsche ich mir eine andere Zukunft, eine Zukunft, in der man Rauchs Gemälde würdigen wird, weil es qua Bild dazu beitragen konnte, einen spezifischen Ost-West-Konflikt sichtbar zu machen. Das haben wir jetzt umfassend besprochen. Um dann zu enden, Ihr Zitat wiederum mit der Hoffnung, dass das Bild, Zitat, einen Platz in dieser Zukunft gefunden haben wird, an dem es an einen dann endlich überwundenen Konflikt erinnert. Wo sehen Sie da konkret Hoffnung zum Schluss? Also ich habe ja schon den Eindruck, gerade wenn man sich auch jetzt diesen Bücherherbst anschaut, dass jetzt immer mehr auch Publikationen erscheinen, die diesen Ost-West-Konflikt aufgreifen, auch von verschiedenen Seiten, nicht nur eben aus ostdeutscher Sicht diesen Konflikt beschreiben und wo, glaube ich, jetzt schon der Wunsch entsteht und auch
ja, die Erkenntnis entsteht, dass hier mehr diskutiert werden muss, dass Dinge, die vielleicht zu kurz gekommen sind, in den Debatten der letzten Jahre da neu mal verhandelt werden sollten. Und wenn das der Fall ist und wenn noch ein paar andere politische Umstände nicht allzu sehr dagegen sprechen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich da zumindest was verbessern wird, mittelfristig, nicht kurzfristig und auch nicht gleich, dass alles befriedet ist. Der letzte Satz ist eine Perspektive für eine ziemlich ferne Zukunft, nicht für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Bei laut letzter Umfrage der Bundesregierung 78% Demokratieunzufriedenen im Osten, auch tatsächlich nicht mittelfristig wohl. Ja. Letzte Frage, ehrliche Antwort. Sind Sie auch etwas stolz, dass Sie in mittelbarer oder späterer Zukunft mal Museumsmotiv auf diesem Bild werden, wie Emile Zola im Buch abgebildet ist? Nee, stolz würde ich nicht sagen. Dazu war ich irgendwie doch auch schon zu befremdet über diese Geste, die Heftigkeit dieser Geste. Auch jetzt nicht beleidigt oder getroffen, aber befremdet. Und natürlich auch, man versucht so einen Befremden dann vielleicht auch so abzuarbeiten, indem man jetzt so ein Buch schreibt. Ein Stück weit ist mir das jetzt für mich, glaube ich, auch gelungen, dass ich dem jetzt entspannter gegenübertreten kann. Aber nee, stolz nicht. Also, es gibt ja, wie gesagt, die lange Tradition der Kunstkritiker, die in Öl verewigt wurden. Denken wir an Raoul Hausmann 1919, der dann eine sehr schöne Kunstkritiker-Collage abgeliefert hat. Oder natürlich auch James Ensor, Hermann, der die Kritikerköpfe auf Platten serviert. Insofern ist das ja selbst schon wieder in die Kunstgeschichte eingegangen. Ja, aber nehmen wir es vielleicht mal so als Zeichen dafür, es gibt ja den Topos, die Kunstkritik sei irgendwie wirkungslos und tot und am Ende wird ja immer gern erzählt. Insofern würde ich jetzt sagen, hat dieses Bild bewiesen, nicht für mich, sondern für die unsere Zunft insgesamt. Wir sind noch nicht ganz völlig zahnlos und wirkungslos mit dem, was wir tun. Herr Ulrich, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke, Herr Trinks. Die man in einer knappen Stunde unmöglich alle abdecken kann. Trauen Sie sich. Da, hier vorne rechts. Überhaupt nicht aus der Kunstwissenschaft, tut mir leid. Also ich muss jetzt mal die Banausen-Frage stellen. Diese Karikatur von Ihnen beruht auf einem konkreten Bild, was so ein ähnliches Motiv hat von Neo Rauch, oder ist das die braune Scholle quasi? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, der Ausgangspunkt war ein Artikel, den ich geschrieben habe über die Rechtsverschiebung im Kunstbegriff, wo Neo Rauch eines von mehreren Beispielen ist. Und dieses Bild, was Sie hier haben und über das wir gesprochen haben, ist seine Antwort auf diesen Artikel. Ja. Und der Artikel bekam von der Redaktion diese Überschrift auf dunkler Scholle. Ja. Und das hat sozusagen zusammen mit dem Ernst-Jünger-Begriff des Ahnbräuners bei Neo Rauch zu dieser Assoziation geführt, die dann in dieses Bild mündete. Ja, ich hoffe. Weit auseinander liegend. Warten Sie ganz kurz aufs Mikro, bitte. Wird es auch eine Buchvorstellung in Leipzig geben, also in Ihrem jetzigen Wohnort und dem Wohnort von Neo Rauch? Bisher gibt es keinen Termin und keine Anfrage. Aber das Buch ist erst vor 2 Wochen erschienen. Wir werden sehen, was noch passiert. Ich kenne schon Bilder von Neo Rauch und ich habe ihn eigentlich oft auch im Kontext jetzt so des poststalinistischen Malens gesehen. Ja. Also es
Es geht ja jetzt nicht so sehr um sein Werk, aber das war immer so der Kontext, den ich hatte und hatte jetzt zu Hause nochmal ein Bildband angeschaut und da sind natürlich irgendwie schon heftige Bilder dabei und Motive, die jetzt mehr so in die Richtung gehen, wie Sie das beschrieben haben. Und ja, das gibt für mich jetzt wirklich nochmal eine Anregung, mich mit dem Werk zu befassen. Und das Werk hat natürlich auch eine Entwicklung. Ich würde sagen, die Neorauchbilder der 90er Jahre sind schon sehr anders von denen jetzt der 10er Jahre. Also, weil Sie sagen, poststalinistisch. Also, sagen wir mal, in seinem früheren, mittleren Werk setzt er sich sehr klar auch nochmal mit verschiedenen Bildsprachen, Ästhetiken des sozialistischen Realismus, auch der sozialistischen Warenästhetik und so auseinander. Auf eine Art, wo ich sogar sagen würde, das hat oft was Persiflierendes, auch was Gewitztes. Auch seine Interviews in den 90er Jahren sind zum Teil noch so, dass man denkt, wow, da ist jemand quite open-minded und auch sehr spielerisch in vielem unterwegs, ohne deshalb unernst oder läppisch zu sein. Und das ändert sich so in mehreren Stufen und eigentlich für mich auch nochmal interessant, aber ich bin nun auch kein Psychologe, ist, dass sozusagen die Bilder umso vielleicht hermetischer, auch düsterer, auch sozusagen antimodernistischer werden, je größer der Erfolg wird von Neorauch. Und je internationaler der Erfolg wird. So, also ich bin manchmal versucht zu glauben, dass er selber auch ein Stück weit diesem eigenen Erfolg misstraut oder auch die Angst hat, jetzt durch so einen globalen Erfolg irgendwie ein Stück weit korrumpiert zu werden, entfremdet zu werden. Und dagegen muss er Sorgen angehen, indem er sich umso mehr dann auch vielleicht auf das zurückzieht, was er so als seinen Heimatpol beschreibt. Was er auch so, wozu er auch sehr stark steht, so eine romantische Art, ein Bezug eben zu der eigenen Herkunftsgegend, ein, schon eine Sentimentalität gegenüber dem frühen 19. Jahrhundert, der Zeit der Befreiungskriege und so, also auch hier sich in so eine Rolle wieder bringt, die vielleicht historisch nicht völlig unvergleichbar ist zu der, in der er sich eben heute auch wirklich sehen kann. Und das ist natürlich in einzelnen Elementen auf seinen Bildern immer wieder erkennbar. Ich habe immer wieder das Problem mit den meisten seiner Bilder, da ist so, man auf den ersten Blick denkt man, wow, da kann ich jetzt mich richtig schön ergötzen im Interpretieren und wenn ich mir genug Zeit lasse, dann komme ich zu einer schlüssigen Deutung und dann stellt man aber doch oft fest, man kriegt diese ganzen einzelnen Elemente nicht wirklich zusammen und man kann sich noch so sehr bemühen, man schafft es mal so inselweise für einige Partien eines Bildes da vielleicht zu einer Deutung zu kommen, die einen selber befriedigt oder man nimmt halt erstmal mehr die Stimmung auch auf, die von so einem Bild ausgeht. Aber dieses Bild jetzt ist so vielleicht fast das Einzige, wo ich sagen würde, da kommt man jetzt auch relativ weit mit Interpretieren und so mit den üblichen kunsthistorischen Methoden, wo man überlegt, wofür steht jetzt symbolisch was und in welchen ikonografischen Traditionen steht hier ein Motiv oder eine Komposition. Das ist bei seinen meisten anderen Werken aus meiner Sicht zumindest sehr viel schwieriger. Ich glaube, Sie kommen da besser klar als ich. Sie haben eher die Enzyme, um Rauchbilder aufzuschlüsseln. Aber ich glaube, viele tun sich da tatsächlich schwer. Aber ich glaube, diese Entwicklung nachzuvollziehen, das gelingt noch ganz, ganz gut. Und ich glaube, das kann man relativ zuverlässig dann auch so sagen. Ah. Ja, ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Ja. Also dieses romantische Element, das Sie nennen, man muss dazu sagen, die Protagonisten seiner Bilder tragen ja fast immer Kleidung, eben dieser Spätromantik um 1820, 30, Befreiungskriege, altdeutsche Tracht, wenn man so möchte, die Friedrich Rückert aber natürlich auch getragen hat, ganz gegen seine Zeit der 1820er. Das ist, glaube ich, schon von Beginn an da. Also nach dieser kurzen abstrakten Phase 93 bis 96 ist das, glaube ich, wirklich ohne jetzt in Richtung einer zunehmenden Schollisierung interpretierbar zu sein, voll entwickelt bei ihm. Also er ist wirklich, er steht quer zur Zeit und insofern ist das eigentlich auch schwierig, jetzt seine Äußerungen schriftlich, aber vor allem eben bildlich aus unserer Zeit heraus
eins zu eins passgenau machen zu wollen, weil die sich eigentlich eine ganz andere, nämlich die romantische Spätphase eines, ja, eher eines Dahl oder eben Karus in den 1820ern richten. Mhm. Ja, da wird die Zeit hochgehalten, aber wir haben, glaube ich, noch Zeit für eine letzte Frage. Gut, eine letzte Frage, ja, bitte. Mich hat frappiert, dass Neo Rauch, wenn er sozusagen nicht in die rechte Ecke gestellt werden möchte von Ihnen, dann den Titel der Anbräuner nutzt und da sozusagen Ernst Jünger zitiert, der nun alles andere ist als sozusagen als eine liberale oder als eine linke Ikone, sondern ja auch häufig als Wegbereiter des Nationalsozialismus gilt, so umstritten das sein mag. Sind Sie da in Ihrem Buch auch darauf eingegangen oder haben Ja, also es ist ja nicht so, dass Neo Rauch jetzt sagen würde, oh, ich habe hier eine völlig andere Position als die, die dargestellt wird. Er würde natürlich sagen, allein die Vokabel rechts hat schon eine polemische Bedeutung und heißt, wenn man jemand sagt, er sei rechts, oder er würde, ich spreche nur von rechten Motiven in seinem Denken, es heißt, jemand damit eben aus der Gesellschaft ausschließen zu wollen, im Grunde denunzieren zu wollen in diesem Sinne. Und deshalb, sagen, das ist der Vorwurf. Der Vorwurf ist nicht, ich hätte ihn missverstanden, sondern ich würde und ich repräsentativ, aber für viele andere Kritiker, Kuratoren und, würde damit eigentlich ihn eben desavouieren wollen, abwerten wollen. Was tatsächlich, muss ich sagen, nicht meine Absicht war mit diesem Artikel. Und ich glaube, er ist auch von anderen nicht so gelesen worden. Und insofern verrät natürlich der Titel, den Rauch sein Bild gegeben hat, wie auch die ganze Ikonografie, dass er hier vielleicht auch natürlich Angst hat, tatsächlich, dass er wegen seiner Positionen gesellschaftlich an den Rand gedrängt wird. Man könnte sagen, auch aus dem Grund war es für ihn vielleicht wichtig, dieses Bild zu so einer Charity-Versteigerung zu geben, um sich eben im Kreis von Promis aus Politik und Wirtschaft und Sport und Theaterwelt und so auch nochmal beweisen zu lassen, er gehört dazu. Und er ist eben jetzt nicht, der Kritiker hat es auch nicht geschafft, ihn ran, da so weit an den Rand zu schubsen, dass er keine Rolle mehr spielen darf. Dann auch vielen Dank für Ihre Fragen. Ja. Und ich darf zum Abschluss der Veranstaltung noch mal kurz auf den Büchertisch vor dem Raum hinweisen, wo Sie dieses Buch und andere auch finden. Wolfgang Ulrichs Feindbild werden, ein Bericht. Vielen Dank. Ich danke herzlich.